Wir sprechen heute über Parfum. Wir reden über die 025 von Larisse und das soll der Dupe zu Coco Mademoiselle sein. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir sprechen heute über Parfum und zwar über die Dupes von Larisse. Und ich fange mit einem an und das ist die 025 von Larisse und das soll der Dupe zu Coco Mademoiselle sein. Und das Original kenne ich nicht. Ich war aber schwer interessiert, weil das genau meine Duftrichtung ist. Ich liebe die Larisse Parfums, weil sie eben die Duftpyramide haben. Das heißt, du hast eine Kopfnote, du hast eine Basisnote und du hast eine Herznote. Und das bringen diese Parfums komplett. Und ich habe bereits ja schon ein Video zum Thema gemacht, das verlinke ich dir mal unter dem i, da guckst du mal rein. Da habe ich die Duftproben vorgestellt, weil ich ja erstmal gucken wollte, was gefällt mir, was kann ich irgendwie für mich entdecken und so. Weil ich halt schon länger keine Parfums mehr gekauft habe und da auch keins mehr im Kopf hatte, was ich irgendwie von früher her schon öfters verwendet habe. Was ich an dem hier mag, ist, das fängt blumig an. Also nicht zu blumig, das mag ich nicht. Dann wird es etwas weicher, fruchtiger und dann kommen Noten wie Vanille durch. Also du darfst dir das nicht vorstellen, dass das Parfum jetzt nach Vanille riecht, aber Vanille bringt bei einem Parfum immer das, dass der Duft ein bisschen weicher wird, ein bisschen sanfter wird. Und ich habe einfach festgestellt und da habe ich die Seite halt immer hergenommen, da findest du Duftpyramiden zum kompletten Duft, da kannst du immer reingucken, nach was der Duft riechen soll, das ist unwahrscheinlich interessant. Und ich habe festgestellt, eben durch die Seite auch, dass ich eine Vorliebe für Vanille habe. Jetzt nicht im Vordergrund so, aber in der Gesamtkomposition. Und falls du das nicht weißt, ein Duft von Larisse kostet 50 Milliliter 1995. Und die ganze Geschichte, wenn du zum ersten Mal bestellst, guck mal unten in meine Infobox rein, da findest du einen Link. Das ist jetzt nicht so ein YouTuber-Ding, sondern den Link bekommst du auch in dein Profil rein, wenn du dich da anmeldest. Und wenn du über den Link einkaufst, bekomme ich 10 Euro und du 10 Euro bei der ersten Bestellung. Das ist ja ganz geschickt. Meine erste Bestellung habe ich komplett ohne Gutscheine gemacht. So überzeugt war ich von der Sache, weil eben eine Abonnentin von mir unwahrscheinlich geschwärmt hat von den Düften. Ich habe dann rumprobiert mit den Proben und so und sehr schnell festgestellt, dass die Düfte unwahrscheinlich lange halten. Selbst einmal duschen überstehen sie. Sie sind natürlich nicht mehr so intensiv, aber das ist das Interessante. Das ist das, was ich früher immer vermisst habe. Ich habe ja erst von Wolkenseifen einen Duft gehabt, dann habe ich von Larisse Düfte gehabt, die das einfach nicht bringen konnten. Die haben keine Kopfnote und keine Basisnote und keine Herznote in dem Sinn gehabt. Und das bekommst du bei Larisse komplett. Wenn man auf die Seite geht, wird der Duft wie folgt beschrieben. Bergamotte, also in der Kopfnote, das ist das, wenn du dein Parfum als erstes drauf sprühst, was du als erstes riechst. Bergamotte, Mandarine, Orange und Orangenblüte. Ich bin so der Meinung, Orangenblüte und Bergamotte, das rieche ich. Das andere rieche ich jetzt nicht unbedingt aus. Ich habe aber auch keine geprüfte Nase. Ich bin ein Heuschnupfenkandidat und bin da so ein bisschen... ich habe auch das schon mal festgestellt, dass ich, wenn ich zu viel rieche, habe bei meiner Mutter ein Parfum gekauft und habe da so 5, 6 Düfte ausprobiert. Meine Nase schaltet einfach ab. Ne? Also so Parfum-Kreatüre, was die leisten, ist echt der Hammer. In der Herznote riechen wir Jasmin, Mimose, Rose und Ylang Ylang, der wird schon so ein bisschen würziger. Und in der Basisnote, das ist das, was sich entwickelt. Also so wie sich individuell der Duft auf deiner Haut entwickelt. Und das ist für mich halt einfach wichtig. Das ist das, was ich einfach vermisst habe. Dieses, die Kleidung riecht noch danach. Wie hat sich der Duft entwickelt und so. Das konnten meine bisherigen Parfums, die ich eben im veganen und tierversuchsfreien Bereich gekauft habe, nicht leisten. Und da haben wir Opoponax, Patchouli,
Tonkabohne, das ist ja schon so, das riecht schon so sehr weich und geht in Richtung Vanille. Dann haben wir die Vanille, Vetiver und weißer Moschus. Und diese Kombination ist für mich halt immer wichtig, wenn du ein Typ bist, der gerne auch so putrige Düfte mag, dann ist das wahrscheinlich genau das Richtige. Also bei mir darf ein Duft halt nicht zu sehr nach Blümchen riechen, es darf aber auch nicht zu fruchtig sein und zu süß darf es aber auch nicht sein. Jetzt nochmal zwei Sätze zu den Flaschen. Die Flaschen sind recht einfach gehalten, da wurde halt einfach daran gespart, kann man an der Stelle sagen, aber sie sind trotzdem echt eine tolle Sache und lassen sich unwahrscheinlich gut beispielsweise zu Gelegenheiten wie Weihnachten oder Geburtstag herschenken. Dieser Duft hier ist jetzt leicht lila, was ich ganz interessant fand, weil, glaube ich, als Probe hatte er eine durchsichtige Farbe. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Sie unterscheiden sich sozusagen einfach immer an der Zahl und das steht auf dem Flaschenboden drauf. Und so finde ich halt den Flakon auch recht schick. Der macht halt einfach auch was her. Mir reichen 50 Milliliter. Ich glaube, die werde ich gar nicht so schnell aufbrauchen. Du findest den Link zu dem Gutschein. Du musst dich da über diesen Link sozusagen anmelden. Dann hast du die Möglichkeit, einen 10-Euro-Gutschein zu bekommen bei deiner ersten Bestellung. Findest du in der Infobox. Wie gesagt, das ist nicht so ein YouTube-Ding, sondern das bekommt jeder, der sich da anmeldet. Wenn du deinen Bekannten das sozusagen weiterempfehlst, dann hast du ebenfalls die Möglichkeit, diesen Link zu verwenden und eben weitere Düfte von Laris auszuprobieren. Ja, ich werde mir auf jeden Fall noch den einen oder anderen Duft holen. Coco Mademoiselle, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich was für mich ist, weil ich kenne von Coco Chanel, von ihr kenne ich halt wirklich nur das Klassik, dieses, was meine Mutter immer getragen hat. Und das war halt schon extrem harzig. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, was von Chanel auszuprobieren. Und dass das mir jetzt so unwahrscheinlich gut gefällt, gleichzeitig vegan und tierversuchsfrei ist, das ist einfach eine großartige Sache. Kennst du Laris? Kannst du mir gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!